Hallo und herzlich willkommen zu Pizza Syndikat aus Venedig mit unseren zwei Filialen. Wir sind übelst im Minus. Ich hoffe, wir werden das Minus mal ein bisschen ausbaden. Irgendwie müssen wir das hinkriegen. Ja, das Personal hier ist einfach zu viel, bin ich jetzt irgendwie der Meinung, weil die stehen irgendwie ja sowieso nur hier doof rum. Deswegen schmeißen wir sie einfach raus. Neue Aufgaben zuweisen, Filiale wechseln, eigentlich, nee, oder? Wir wollen die Leute rausschmeißen. Ja, das tat weh. So, den schmeißen wir hier auch raus, das ist eine Frau, okay. Guck mal, die ist aber jünger, ne? Die hat noch viel Lebenserfahrung irgendwie, kann sie sich noch sammeln. Die war teuer sogar. Kein Wunder, dass wir sie rausschmeißen. So, hier haben wir den nächsten Kandidaten. Hier, guck mal, viel zu teuer. Viel zu teuer, raus mit sowas hier. Kostet alles nur Geld. So, okay, jetzt haben wir hier zwar ein bisschen einen anderen Lageplan, aber das ist okay. So. Gut. Jetzt hoffe ich wirklich, dass das langsam klappt hier. Hier werden wir mal die Aushilfe, die wir als Aushilfe haben, werden wir hier mal der kann ruhig länger arbeiten. Etwa so. Ah, das schmeckt den Leuten alles nicht. Dabei haben wir so schöne Sachen. Wie viel wir wurde die gekauft? Die wurde nicht einmal gekauft, die Pizza. Dann können wir Pizza Ameise eigentlich auch rausschmeißen. Pizza Krabbe wird ja wenigstens gegessen. Pizza. Ach so, warte mal, ich habe jetzt falsch geguckt. Letzter Umsatz ein. Pizza Tomate wird gar nicht gegessen. Es fehlt uns einfach wirklich die geniale Pizza. Ich glaube, die können wir auch rausschmeißen. Pizza Ameise schmeißen wir auch raus. Die lassen wir mal noch drinnen. So Leute, komm. Wir müssen uns jetzt anstrengen, mal eine vernünftige Pizza hinzukriegen. Das ist ja wirklich. Also die essen hier im Grunde genommen alle mehr Gemüse. Die stehen mehr auf Menge, Gemüse, Menge, Menge, Käse. Schwein ist auch hoch im Kurs. Hack. Und die mögen wiederum keinen Hack. Das ist schwierig. Guck mal hier, die mögen alle keine Oliven. Das Büro, ein Einkaufscenter, Kaufhaus. Fatman! Okay, Platz da! Naja, was? Peace! Die essen Fungi-Pizza. Was hat denn unsere Konkurrenz für Pizzen, sag mal? Das kann ja wohl nicht sein. Na, guck mal hier, Tomate 2 haben sie. Boah, guck mal, was die für Preise haben. Die sind doch teuer hier.
$32 für eine Pizza will ich auch haben. Tomaten, Kartoffeln, Zwiebeln, Schwein, Schlange, Birne, Zitrone, Bellpresse und Muskat. Kriegen wir hin. So, pass auf, jetzt hier aber Tomate. Wir müssen jetzt wirklich eine richtig tolle Pizza hinkriegen. So, machen wir so. So, was war denn noch? Kartoffeln? Ja, Kartoffeln. Dann hatten die noch Zwiebeln mit drin? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall diesen Käse. Muskat. Muskat ist ja auch lecker auf Käse, auf jeden Fall. So, dann hatten die Hack, hatten sie nicht drauf, oder? Ich glaube nicht. Machen wir mal Krabben. Krabben war ja auch irgendwie. Wir müssen die Pizza da ja nicht gerade exakt nachbauen. Dann war Schwein. Machen wir Schwein noch auf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Birne ist lecker. Zitronentropfen. Weiß ich nicht, auf Schweine. Zitrone ist bestimmt lecker. So. Was war denn noch? Verdammt nochmal. Wo ist Tintenfisch ist? Nee, war ein Thunfisch war. Entschuldigung. Da kommt noch ein bisschen Thunfisch rauf. Ist ja fast eine Thunfischpizza. Was war noch? Okay, dann hier noch mal gucken. Machen wir mal Pfeffer drauf. Auf Thunfisch ein Pfefferkorn. Ist bestimmt super. So, dann. Salat war eigentlich auch bei irgendjemandem, der gerne Salat essen wollte. Und war das Steinpilze? Ich weiß nicht mehr, welche Pilz. Champignons, ne? So. Okay. Noch irgendwas? Ein bisschen Petersilie. Petersilie ist immer gut. Petersilie ist lecker. Kann man gut gebrauchen. So, wie nennen wir die Pizza? Ich weiß es langsam schon gar nicht mehr, wie wir die Pizza nennen. Pizza. Schwein, oder? Nein. Pizza. Peter. Pizza.
Dann heißt sie eben Pizza Peter. So. Falls der Peter mal zuschauen sollte wieder. Siehst du, hast du sogar eine Pizza bekommen. So. Gucken wir mal. Pizza Peter. Guckt euch das mal an. Pizza Peter. Pizza Peter ist gut. Nee. Pizza Peter. Ich höre irgendwie Kakerlaken gerade. So, die können wir mal ein bisschen teurer machen. Hier, guckt euch mal an. 18 Dollar. Das ist gut. Pizza Peter. So, und die Ameisen schmeißen wir auch raus. Die Krabben, die Pizza Pulsar schmeißen wir auch raus. Gut. Ich habe irgendwie Krabben gehört. Oder Kakerlaken. Jetzt sag mir nicht. Aber ich sehe keine. Hier scheint alles gut. Aber hier, ne? Ah, ich sehe aber keine. Gut. Kaufen wir mal wieder neu ein. Und hier müssten wir wahrscheinlich auch wieder neu einkaufen, ja. Okay. Gut, ihr Lieben, damit sind wir auch schon wieder am Ende einer Folge. Wir haben eine super gute Pizza Peter gemacht. Das ist wirklich wahrscheinlich unser Zugpferd aus dem Minus heraus. Pizza Peter. Also vielen Dank fürs Einschalten. Und schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Wir werden nochmal eine Pizza machen müssen. Und die anderen Pizzen müssen wir auf jeden Fall aus dem Sortiment schmeißen. Weil irgendwie die bringt's nicht. So wirklich. Also, seid gespannt in der nächsten Folge bei Pizza Syndikat. Tschüss.